Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Family Vlog. Wir haben heute Montag, der ach so tolle Montag, ja. Wir haben es aber mittlerweile schon 9 Uhr, also schon ist gut gesagt. Ich habe meinen Bruder heute schon in die Arbeit gebracht, die Jungs abgeliefert. Der Papa ist nicht da und die Millie sitzt im Wohnzimmer und trinkt jetzt was, ja, ich glaube. Also ich habe auf jeden Fall jetzt ein Trinken gemacht. Und ja, ich nehme euch heute wieder mit in meinen Alltag und wünsche euch einfach viel Spaß. Morgen ist es soweit. Morgen ist der 5. März und morgen gehe ich auch tätowieren. Und ich freue mich schon. Endlich. Also es ist mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Genau, und da werde ich morgen gleich in der Früh, also nach der Schule, also im Fabi bringe ich immer um 7:45 in die Schule und warte, bis er reingeht, also dann ist 7:30 und dann fahre ich gleich weiter zu meinem Tätowierer. Und dann geht schon los, das heißt, wir fangen an zum Tätowieren um 7:30, kurz vor 7:45 und er muss fertig werden, das heißt, es gibt keine zweite Sitzung. Das heißt, ich werde sehr viel leiden. Also ich möchte das gleich fertig haben. Ja, und auf diesen morgigen Tag freue ich mich schon wahnsinnig. Ich muss heute auf jeden Fall noch die Küche machen. Es sieht eh nicht so schlimm aus. Das war noch von gestern. Ich habe gestern Palatschinken gemacht. Und da muss ich halt ja, nur Kleinigkeiten wegräumen. Die Geschirrspüler muss ich auch noch ausräumen. Ansonsten ist eigentlich nicht viel zu machen. Und die Jungs bekommen heute noch Palatschinken zum Essen. Und ich werde mit der Emilia ein Menü essen. Es ist jetzt 9 Uhr, ich habe jetzt noch Zeit. Ich muss jetzt noch ein ganz besonderes Video schneiden. Das mache ich aber dann erst später, wenn die Emilia im Bett ist. Denn ihr habt das Video nämlich eh schon gesehen. Hi, Bibi! Hi! Alles gut? Mhm. Ja, da muss ich auch noch alles wegräumen. Das war vom Wochenende. Ich habe nämlich Krapfen gekauft und die, was heißt, trink runter. Super. Ja, wo waren wir? Mama, essen wir da? Was? Essen. Essen? Na, jetzt gibt es nichts zum Essen. Du hast gefrühstückt. Du hast jetzt einen Snack gehabt. Auf jeden Fall. Mama, das hier holen, bitte. Es gibt jetzt nichts, Spazi. Bitte. Nein. Denn ich habe die 800 Abonnenten geknackt. Das ist sowieso ein Wahnsinn. Ich habe euch nämlich erzählt, gesagt, dass ich bei 700 Abonnenten eine kleine Verlosung machen werde. Und ich habe auch kein Datum gesagt oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach nur gesagt, also die nächste Verlosung findet ab 700 Abonnenten statt. So, Emilia, habe ich noch einen Snack gegeben. Ja, ich habe nämlich gesagt, ab 700 Abonnenten gibt es ein Special-Video, einfach als Dankeschön für die Unterstützung und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich aber über 800 Abonnenten. Und das ist Wahnsinn, wie es gestiegen ist. Auf jeden Fall habe ich mir dann etwas überlegt. Das Video habt ihr ja eh schon gesehen. Und ich hoffe, ihr macht da auch alle fleißig mit. Und ja, es steht alles unten in der Infobox beim Special-Video. Ich verlinke euch das hier oben beim i. Oder hier. Irgendwo. Das Video. Und Video und dann könnt ihr halt nochmal vorbeischauen. Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr immer noch mitmachen. Die Verlosung geht auf jeden Fall noch ein Weilchen und ja. So, zurück zum Snack. Snack von der Emilia. Ich habe ihr diese Hip gegeben. Die gab es beim Lidl
Das ist so eine ganze Packung. So sieht das aus. Früchte, Müsli, Häppchen, 2x5 fruchtig. Weiche Mini-Haferriegel sind das. Also ohne diese O-Platte. Und die sind ab 1 Jahr. Und die habe ich mal gekauft. Und sie hat jetzt einen bekommen. Udala. Das mache ich dann. Die Wäsche muss ich heute auch nochmal. Es ist so finster bei mir, es tut mir leid. Warum brennt da das Licht? Es ist keiner. Was war das? Jetzt kriege ich Angst. Okay. Der Amelia geht's gut, aber warum brennt da das Licht? Wir waren jetzt die ganze Zeit im Wohnzimmer. Und bevor ich gegangen bin, habe ich alles finster gemacht. Egal, hier sieht es einfach aus. Die Kids haben wieder gespielt. Das zum Beispiel. Das war heute noch nicht. Ich sage jetzt, wir haben, glaube ich, Geister. Ich kann mir das sonst auch nicht erklären. Im Fabian-Zimmer haben wir noch immer nicht so fertig. Der Fernseher gehört noch an die Wand. Also, ja, die letzten Wochen habe ich auch, also die letzte Woche habe ich nicht gevloggt, weil ich nicht dazu gekommen bin. Ich weiß gar nicht warum. Ja, Wäsche muss ich noch abhängen, hängt noch hier. Hier sieht es überall aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Du verstehst auch kein Nein, gell? Verstehen eure Kinder auch kein Nein? Sie versteht einfach kein Nein. Sie will jetzt unbedingt Zähne putzen. Ich meine, ist eh gut, ja, aber man muss nicht 20.000 Mal am Tag Zähne putzen. Ja, Gottchen. Ja, duschen, putzen, so. So, jetzt kannst du weiter putzen. Die Emilia hat jetzt übrigens ihre 2/4 Backenzähne unten bekommen. Also oben hat sie ja schon welche, unten auch. Und jetzt sind noch 2 gekommen. Ja, ja, so vergeht die Zeit. Wie sagt man? Supi, du musst noch deine Haare kämmen. So, raus aus dem Bad, weil die Kanotte da, da machen wir auch hell. Es ist irgendwie echt finster und ja, blöde Lage von der Wohnung, aber ist okay, ist okay. Ich habe eh Pläne für die Zukunft und da nehme ich euch dann sowieso wieder mit, was alles passiert. Genau, die Woche haben wir auf jeden Fall einiges vor. Ich muss mich so hinstellen. Denn, genau, morgen habe ich ja was vor. Heute nehme ich euch so mal mit. Am Donnerstag muss ich auf jeden Fall zum Arzt mich abchecken lassen. Denn ich habe euch in IKEA Vlog erzählt etwas. Und ja, ich sag's jetzt offiziell, ich habe eine fixe Arbeit bekommen und ab 1. April kann ich arbeiten gehen. Das heißt, mein Karenz ist bis 26. März oder 25. März und sollte ab 26. März wieder arbeiten gehen. Nur dadurch, dass das dort nicht so möglich ist, sondern entweder ich fange am 1. an oder am 15. Und ja, deswegen habe ich dann eine Woche, bin ich dann sozusagen arbeitslos und am 1.4. fange ich dann offiziell zum Arbeiten an. So 3-4 Tage die Woche, also 30 Stunden. Und
Ja, ich freue mich schon. Es wird dadurch, glaube ich, auch weniger Videos geben. Aber ich werde mich trotzdem bemühen, dass trotzdem Videos kommen, weil es mir eben Spaß macht. Ja, die Millie schaut gerade Simon an, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist das in einem Pflegeheim, wo ich anfangen werde zum Arbeiten. Und ja, ich freue mich schon. Ich freue mich wahnsinnig. Fahrradfahren, ja? Ja. Ui. Ja. Gut. Es wird 9:30 nicht mehr lang, dann geht die Milli ins Bett und dann fange ich an, das Video zum Schneiden. Ja, was? Dann muss ich noch saugen. Bibi hat Aua. Oh je, das hat ein Loch im Kopf. Nein, Spaß. Dem Baby geht's gut. Gehört zur Familie, hat auch blaue Augen. Bitte schön, alles wieder gut. Ja, hier steht noch meine tolle Softbox. Die gibt echt viel Licht ab. So, der Computer rennt. Ich muss jetzt noch E-Mails checken. Und dann sehen wir uns später wieder. Hier, die Mama tut. Jetzt also, magst du den Simon anschauen, schon wieder. Für die Gaxen. Für die Gaxen. Ja. Rutsche, Sticky. Das ist Mamaplatz. Ich schaue jetzt noch, tote Mädchen lügen nicht. Es wird 12:15 und dann holen wir eh einen Luca ab vom Kindergarten. Und ja, mein Video ist übrigens fertig und ist auch schon hochgeladen. Das habt ihr aber eh schon gesehen, aber ich bin froh, dass ich es jetzt erledigt habe. Die Mille liegt da jetzt. Ja, das Handy muss ich jetzt wegtun. Genau. Weil ich habe mein Thumbnail noch gemacht. Ja, also ich schaue mir das jetzt noch schnell zu Ende an und dann holen wir Luca ab. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben schon den nächsten Tag. Und heute nehme ich euch weiterhin mit, denn und heute ist es soweit, denn ich gehe jetzt dann tätowieren und da nehme ich euch mit, beziehungsweise ich versuche es, falls es so viel Zeit ist, dass wir so zwischendurch die Videos einblenden. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt dann tätowieren. Ich bin hundemüde. Der Papa verspätet sich auch noch. Okay, ich sehe gerade, der Akku ist leer und ich habe meinen Akku nicht mit. Das ist blöd, egal. Ich zeige euch das dann einfach, wenn ich zu Hause bin. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. So, meine Lieben, ich weiß, ich sehe fertig aus. Ich bin auch fertig. Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Also, ich bin auch wieder zu Hause. Wir haben schon. Upsala, meine Lampe. Wir haben es. Ich muss euch anlügen. Okay, nein. 3:45 haben wir es. Und ich bin seit. Wie lange habe ich gebraucht? Um 8:45 haben wir angefangen zu. Im Zimmer, der Lucky ist schlimm, der muss jetzt kurz warten. Also um 8:45 haben wir angefangen zum Tätowieren und
fertig, habe ich gesagt, um 12, so, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich bin, ja, also ganz fertig ist noch nicht. Der Luki, der, hier habe ich noch die Folie drauf. Ja, ich werde versuchen, ich muss jetzt noch zur Apotheke fahren, denn ich brauche eine Pepanthen-Creme für mein Tattoo. Und wenn ich dann meine Folie runtergebe, werde ich es euch dann zeigen. Ich muss noch auf den Papa warten, der ist jetzt mit Fabian kurz zum Spar. Ich fahre dann mit Fabian kurz zum Libro, weil der Fabian braucht für die Schule Hefte. Und eben Apotheke und dann kann ich euch das zeigen. So, der Akku ist leer, deswegen habe ich euch beim Tätowieren nicht mitnehmen können. Den lade ich jetzt auf und gebe meinen anderen Akku hinein. Genau. Ja, ich hatte jetzt auch Kopfschmerzen und mega Hunger hatte ich auch nach dem Tätowieren. Also ich habe mir mal, ich glaube, 2 Käse-Leber-Kässemmeln reingestopft. Ein Energy-Drink, damit ich meinen Kreislauf wieder aufpushe. Und ja, jetzt habe ich mich dann hingelegt. Solche Kopfschmerzen und ja. Na gut, ich werde jetzt auf die Jungs warten und dann selbst losfahren. Mir geht es jetzt Gott sei Dank ein bisschen besser. Und dann zeige ich euch mein Tattoo. Nur zur kleinen Info, das Tattoo ist noch nicht fertig. Es können Stellen sein, die sind noch nicht ganz so schön und noch nicht ganz so... Also nicht wundern, das Tattoo ist noch nicht fertig. Genau, so. Jetzt mache ich mich mal fertig und zauber mir ein Gesicht ins Gesicht. So. Ja, hier sieht's aus. Ich war halt wirklich den ganzen Vormittag tätowieren und war nicht zu Hause. Ich warte jetzt nur, bis die Jungs kommen, damit ich losfahren kann, damit ich hier endlich die Folie abmachen kann. Weil diese Folie, die nervt schon... sehr und es ist unbequem, also ich kann mich kaum bewegen und ich fühle mich wie, ich will es nicht aussprechen. So, die Küche sieht auch aus, oh Gott, ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen, das ist so schrecklich. Gebubili, Gebubili, aber vielleicht kann ich euch mein Tattoo auch zeigen, jetzt schon. Und zwar kann ich euch hier hinstellen. Ich habe jetzt einen coolen Schrank, der schön hoch ist. So. Geil, ich zeige euch jetzt das ein Stückchen vom Tattoo. Es sieht jetzt echt nicht so toll aus. Eben wegen der Folie, aber... Ja. Au. Ja. Ich zeige es euch dann einfach, wenn wir die Folie abmachen und es wird dann neu eingeschmiert. Was willst du schauen? Warum liegt da alles rum? So. Jetzt gibt es zum Essen. Genau.